Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin Ente, Zement, Ente und ich trinke meinen Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Wir spielen Gunpoint, ein kleines Spionenspiel im 8-Bit-Pixel-Look. Und in der letzten Folge, oder in den letzten Folgen, muss man ja sagen, haben wir uns durch so eine Art Tutorial-Mission durchgekämpft und haben dabei ein paar Aufnahmen von einem Mordfall gelöscht, die uns belasten, obwohl wir unschuldig sind. Und dabei hat es dann die gute Katie hier ins Gefängnis gebracht. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob und wie ihre Geschichte weitergeht. Wir könnten uns natürlich auch mit der Industriespionage hier oben beschäftigen, aber irgendwie will ich erstmal das gerade biegen, wo ich so ein bisschen mit drin hänge. Ich würde wirklich wissen wollen, was auf dieser Aufnahme drauf ist. Ich möchte nicht, dass Jackson verhaftet wird oder irgendwas, aber wenn diese Aufnahme beweist, dass er mich unschuldig oder dass er mich beschuldigt hat ohne Grund, dann brauche ich das Ding wirklich, um hier rauszukommen. Alles klar, was ist der Plan? Rook hat mir irgendwann mal erzählt, dass Intex, das ist die andere Firma, alle ihre dreckigen Operationen von ihrem Büro aus in Marlow Street machen. Wenn du da reingehen kannst, sollte das diese Aufnahme irgendwo auf dem Main Terminal sein. Okay, ich soll irgendwas hacken, alles klar. Conway, danke. Woher weiß sie, dass ich Conway heiße? Habe ich ihr das ja verraten? Theoretisch nicht. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Oh, Intex, das ist ein geiles Logo. Was haben wir hier an Wires? Da müssen wir erst an Circuit Board. Da gibt es noch ein neues Circuit Board. Okay. Genug des Lächerlichen. Tür ist offen, brauchen wir auch nicht bedienen. Wir sollten allerdings nochmal diese Tür öffnen. Und jetzt haben wir Zugriff auf die grünen Switches. Und dann soll er uns von innen die Tür aufmachen. Klingt, finde ich, eine gute Idee. Klingt, finde ich, nach einer guten Idee. Hier ist ein Laptop. Oh, von Carl Jensberg. Ist das nicht der... Oder Fritz Gessler. Einer der beiden Namen ist doch bei der anderen Mission aufgetaucht. Betreff Probleme. Fritz, hör zu. Versteh mich nicht falsch. Ich bin neugierig auf diesen neuen Job. Und ich bin sehr dankbar für diese Position. Aber ich habe echt Probleme zu verstehen, wie die Strategie dieser Firma irgendeinen Sinn macht. Wir haben uns... in den East Point reingekämpft, gerade in den Waffenmarkt, als gerade in demselben Jahr, als alle Handwaffen permanent verboten wurden für den kommerziellen Verkauf. Und davon abgesehen geben wir unglaublich viel Kapital aus, um Rook aus dem Markt zu vertreiben. Ein Markt, der einfach gar nicht mehr existiert. Ich weiß, dass East Point in der Vergangenheit ein heißer Ort war, und Intex wollte schon immer eine Filiale hier öffnen, aber das war bevor hier die Waffen verboten wurden. East Point wurde auf Waffen gebaut. Fast ausschließlich von Rook. Warum hauen wir nicht einfach ab und warten, dass sie verrecken? Tja, das ist eine gute Frage. Ganz kurz, Moment. Er wird den Lichtschalter betätigen, wird diese Tür öffnen, wird dann wahrscheinlich rauslaufen. Ah, okay. Ja, wie komme ich jetzt hier rein? Ja, jetzt kann ich da... Womit kann ich das denn verbinden? Check ich nicht. Achso, mit der Kamera draußen nur. Heißt, ich muss jetzt raus? Nee, andersrum. Achso, und das muss wahrscheinlich andersrum laufen.
Oh Mann. Das ist aber auch ein bisschen bescheuert. Ne, hacken. Hacke die Hack-Hack. Oh, ist nur noch ein A und kein A-Plus mehr? Nein! Okay, wir hätten wahrscheinlich auch einen von den beiden stehen lassen können. Okay. Haben sie es gefunden? Ist leider weg. Aber die Serverlogs haben gezeigt, dass es einmal von einer Rook-IP downgeloadet wurde. Downgeloadet wurde. Ah, vielleicht war das Jackson. Wenn du mir die IP schickst, könnte ich dir eventuell sagen, von welchem Büro das kam und vielleicht können wir es von dort kriegen. Na klar. Guck mal, Gessler, das ist nämlich genau der Typ, der in der E-Mail auftauchte. Jetzt machen wir mal wieder einen Punkt hier. Habe ich das nicht schon gekauft? Return 150? Achso, nee, die beiden kann man nicht zurückgeben, das könnte man theoretisch zurückgeben. Okay. Mhm. Nee, wollen wir aber gar nicht. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich hier nicht mir ein A-Plus verdienen will. Wir versuchen das nochmal. Ich hatte Bock drauf. Das werde ich jetzt nicht für jede Mission machen, liebe Leute, bevor jetzt hier die Fragen kommen. Aber ich will es zumindest mal versuchen. Hauptproblem ist ja, dass wir Achso, wir haben die Tür noch nicht offen. Hehe. Nee, das war falsch rum, andersrum. Das? Ja. Oh, ich hab gar nicht geguckt, wo der da oben ist. Oh, was war das zum Glück. Zack. Na also. Oh, gleich drei Achievements bekommen. Perfect Gentleman, Ghost und Gentleman. Alles klar. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber mein A-Plus ist da. Ich weiß, welches Büro die Rekorde, also die Aufnahmen von Jackson downgeloadet hat. Wenn du das Ding echt kriegen könntest, kannst du alles haben, was ich noch habe. Okay. Okay, das könnte jetzt wirklich gefährlich werden. Also es ist in Ordnung, wenn du dich zurückziehen willst, wenn du es nicht mal willst. Aber das ist meine letzte Chance. Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist diese Aufnahme und wenn wir sie finden. Du hast jetzt gerade drei Sätze ohne ein Ausrufezeichen mit uns, Katie. Was los? Haha, es ist einfach echt angsteinflößend hier. Ich habe kein Alibi. Ich bin einer der einzigen Leute, die das Videomaterial hätten löschen können. Und Jacksons Wort hat eine Menge Gewicht. Ich möchte einfach nur nicht Ärger bekommen für etwas, was ein verloren ist, so ungefähr. Es ist nicht verloren, solange bis ich fertig bin. Und dann, naja, dann könnte es total verloren sein. Das soll man vielleicht nicht sagen. Ich gerate nicht in Ärger. Ärger gerät in... okay, das führt uns nicht so weiter. Nehmen wir das. Haha, vielen Dank. Vielen Dank, viel Glück. Okay, das ist alles nur so quasi Zusammenfassung dessen, was wir bisher schon wissen. Bulky Guards are Enforcers. Es gibt also... Ah ja, hier, da. Das ist ein Enforcer. Die können wir nicht mit Draufspringen besiegen. Er wird nur ein bisschen taumeln, wenn wir ihn anspringen. Mhm. Was ist das hier? Achso, der Dings. Schauen wir mal.
kommen wir denn überhaupt da rein? So nicht. Ich habe ein Achievement bekommen dafür, dass ich rauf und runter springe. Ah, ich habe eine Idee. Damit haben wir auf jeden Fall eine Wache auf den Plan gerufen. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Könnten wir theoretisch... Okay, das war nicht gut. Ich wollte das nur noch mal kurz in Erfahrung bringen. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal an dieses und an dieses Ding ran. Da kommen wir nur ran, wenn wir an diesen Aufzug rankommen. Oh, okay. Versuch was wert. Das ist gar nicht so leicht. Ey! Shit. Das ist gar nicht so leicht. Wirklich nicht. Ich will ihn da nicht durchmashen. Das ist echt nicht so leicht. Gut, wir könnten natürlich auch einfach da durchspringen, ohne dass wir... wo hat er mich jetzt erschossen? Egal. Komm, wir restarten die Mission mal. Das ist gar nicht so leicht jetzt hier. Das ist das ganze Gegenteil. Das ist sogar anti-leicht. Anti-leicht. Ist das was, wenn wir nur in das zweite Stockwerk springen erstmal? Nee, was wir machen können, warte mal. Wir können das Ding noch nicht hacken. Schade. Das wäre natürlich das Einfachste. Können wir überhaupt schon irgendwas hacken? Ja, die Lichtschalter hier unten und so. Die bringen uns aber noch nicht besonders weit. Bis hierhin hacken. Per Sprung, dann wird er hier hochlaufen. Hier hingehen, das ist... wir probieren das einfach mal. Ah, wir können seinen Schalter natürlich hacken. Aber er muss da ja rauskommen, sonst bringt uns das nicht weiter. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Nee. Fuck. Ich dachte, er lässt das Licht dann aus. Was natürlich aber auch Blödsinn ist, warum sollte er das Licht auslassen? Achso, durch die Tür kann man mich nicht sehen. Okay. Schauen wir mal eben. Dann machen wir mit dem Light Switch erstmal das Licht hier unten aus. Und wir machen das Licht aus. Und du kannst hier irgendwie sowas bedienen. So, sind hier irgendwo Laptops? Da ist ein Laptop. Nee, ein Power Socket.
Ah, das heißt, wir können uns erstmal um... Den hier kümmern, alles klar. Zip. Ah, ich vergesse immer erst in den richtigen Modus zu wechseln. Da kann ich noch nicht hin, ich muss an die Dinger... Ah, ich kann aber erstmal mit dem Aufzug... Halt, kann ich die Tür? Ja. Easy. Alles mit einem Schalter. So, jetzt können wir erstmal rausfinden, was hier oben für ein Power Circuit mit drin ist. Das heißt, wir können jetzt die Tür erstmal aufmachen. Wir können das Licht hier ausmachen. Das Licht da oben haben wir noch nicht im Zugriff, ne? Nee. Okay. Hier unten gibt es einen Laptop, den ich erstmal schnell hacken will. Ah, das ist kein Laptop, ist das wieder... Ah, das ist das Power Socket, ey. Ich bin auch zu dumm dafür. Okay, jetzt können wir über den Staircase nach oben. Kommen aber trotzdem hier noch nicht rein, weil wir erst die gelbe Ding ist. Wir müssen erst irgendwie an diesem Enforcer vorbei. Das sollte aber jetzt, wo das Licht aus ist, doch eigentlich machbar sein. Das Ding macht bitte diese Tür auf. Der Ding macht den Lichtschalter. Können wir theoretisch auch das dahin verbinden? Nein, können wir nicht. Wie können wir ihn denn zwingen, da oben das Licht, den Lichtschalter zu bedienen? Müssen wir nicht, ist egal. Okay. Ich wette, wir schalten... Ah, da. Ich hätte, wir schalten irgendwann noch frei, dass wir auch die großen Guards unboxen können oder so. Von Melanie Rook an Katie. Antwort auf diese letzte E-Mail. Was denken die Intex-Leute? Hey Katie, kein Problem. Du fragst genau die richtigen Fragen. Dummerweise kann ich dir momentan nicht viel mehr darüber erzählen, was wir für Projekt Lucena vorhaben. Aber ich kann dir einen guten Tipp darüber machen, was Intex vorhaben. Ich denke, wir haben ein Loch, einen Spion, sowas. Und ich denke, als sie uns gesehen haben, wie wir für ein Geheimprojekt Material gekauft haben, haben sie eine Menge Geld ihres sehr großen Kapitals dafür ausgegeben, den Markt für dieses Material klein zu machen, bevor wir in die Produktion gehen können. Du hast recht, Gessler hat einen besseren Preis bekommen als wir. Aber da er nicht mit dem Chef der Firma verheiratet ist, von dem er sie gekauft hat, könnte er sich eventuell finanziell benachteiligt finden, wenn er eine große Menge von etwas kauft, was eigentlich nur nutzloser Kram ist. Alles klar. Ist hier noch irgendwo ein Laptop? Ich muss gleich im richtigen Timing da hochgehen, da oben ist halt noch Licht an und das kann ich auch nicht ändern. Das heißt, ich muss wirklich genau das Timing aberwischen, wenn er da gerade nicht guckt. Oh fuck, das wollte ich nicht. Das war an sich gar nicht so dumm vom Timing her. Das wird jetzt tatsächlich schwierig. Okay, doch nicht. Wieder nur ein A und kein A+. Verdammt. Aber wir haben wenig Witnesses gelassen, wir haben aber viel Krach gemacht. Gut, das ist aber halt auch schwierig, wenn man durch Glas durchspringt. Insofern hast du es bekommen. Ich hatte kein Glück. Irgendjemand hat es sehr sorgfältig von der Maschine runtergekratzt, weggemacht. Oh.
Es tut mir leid, Katie. Bezahl mich hierfür nicht. Wir arbeiten weiter dran. Das ist wirklich nett von dir, aber ich schick dir trotzdem das Geld. Ich kann es eh nicht gebrauchen. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht, warum jemand mich für sowas beschuldigen sollte. Ich hasse es, darüber nachzudenken, dass jemand mich so sehr hassen könnte. Sie haben all den Ärger auf sich genommen, jede Kopie des Sicherheitsvideos zu löschen, das überwiesen hätte, dass ich nicht da war. Wir sind mal ehrlich, wir sind ein guter Spion. Ich glaube, da gibt's was du darüber wissen solltest. Was denn? Ich war das. Ich habe Selena nicht umgebracht, aber das Videomaterial bewies, dass ich da war. Ich musste es löschen. Oh, und da hat sie sofort aufgelegt. Jetzt haben wir einen anonymen Anruf, was den Collins-Fall angeht. Und immer noch den Gessler. Na gut. Tja. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von diesem wunderbaren Spiel wieder. Ich habe mega Spaß an den Missionen, ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich wünsche euch bis dahin alles, alles Gute und sag ciao, ciao.